Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers. Ich begrüße bei mir auf dem Podium unseren Geschäftsführer Nico Schäfer und unseren neuen Cheftrainer Markus Kauzinski. Nico, ich darf dich zunächst bitten, ein bisschen was zu sagen zu den Abläufen der letzten Tage und natürlich auch, was dann bei uns zur Entscheidung geführt hat, Markus Kauzinski zu verpflichten. Ja, erstmal schönen guten Tag, mal in großer Runde wieder hier. Passiert ja nicht ganz so oft bei uns, von daher ein lachendes und weinendes Auge bei der ganzen Geschichte. Aber wir freuen uns natürlich, dass das Interesse so rege ist. Wir haben das ja auch beim letzten Mal schon auch im Fernsehen sehr deutlich gemacht, welcher unser Fahrplan ist. Nach der Freistellung von Rüdiger Rehm haben wir am 26.04. mit unseren Kandidaten Kontakt aufgenommen, am 26.04. auch mit Markus Kauzinski. Am 28.04. saßen wir das erste Mal zusammen. Wir haben uns mit der kleinen Shortlist, mit der wir uns beschäftigt haben, ein Erstrundengespräch sozusagen vorgenommen und wenn es dann gut läuft, ein Zweitrundengespräch. In diesem Fall war es so, dass wir schon am Ende des Erstrundengespräches wussten, dass wir ein Zweitrundengespräch führen von beiden Seiten, was uns auch die Sicherheit gegeben hat, dass wir das Erstrundengespräch führten Paul Förni und ich, das Zweitrundengespräch dann die Gremien zusammen mit uns in großer Runde. Und dann wurden wir uns am Schluss einig, dass wir ab heute einen Vertragsbeginn bis zum 30.06.2023 haben. Und wie ich es auch schon im Statement gesagt habe, es ist das, was wir suchten, war ein souveränen, erfahrenen Trainer, den wir in dieser Phase der Saison für uns gewinnen konnten. Und das war auch ganz klar unser Plan, das zu erreichen. Und wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass Markus Kauzinski sich zu diesem Zeitpunkt dafür bereit erklärt hat. Das dazu im Detail gerne nachher mit Fragen. Vielen Dank, Nico. Markus, nochmal herzlich willkommen beim SVW. Was hat bei dir den Ausschlag gegeben, diese Herausforderung hier anzunehmen? Na, erstmal von mir nochmal Hallo auch an alle. Ja, wie Nico schon gesagt hat, die Gespräche waren sehr positiv. Das ist natürlich für einen Trainer wichtig, dass man das Gefühl hat, dass die entscheidenden Leute, mit denen man dann auch zusammenarbeitet, dass das funktionieren kann, dass man das Gefühl hat, dass man die gleiche Sprache spricht und auch hier dann eine Vision hat, dass man hier erfolgreich arbeiten kann. Das war für mich der zweite Punkt, dass ich ein seriöses Umfeld sehe, einen seriösen Verein sehe, der seit Jahren sehr gut arbeitet. Das habe ich ja selber ja schon erlebt als Gegner. Dass es hier immer gute Mannschaften sind, dass es immer auch ein kämpferisches Umfeld ist, wo es hart ist zu punkten. Naja, und der letzte Punkt war dann tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass man auch eine Mannschaft hat und auch eine Mannschaft entwickeln kann, mit der man erfolgreich sein kann. Weil das ist für mich als Trainer natürlich bei allen Soft Skills drumherum, das ist nett. Aber letzten Endes will ich Erfolg haben. Letzten Endes will ich erfolgreich mit einer Mannschaft arbeiten und mit einer Mannschaft so hoch kommen, wie es geht. Und das Gefühl, dass mit dieser Mannschaft, wenn alle da sind, wenn man dann seine Vorstellung umsetzen kann, dass man auch erfolgreich sein kann. Und diese Punkte dann zusammen haben für mich einfach dann auch ein Bild ergeben, waren für mich stimmig, dass ich für mich dann auch am Ende so eine Kopf-Bauch-Entscheidung, am Ende entscheidet dann mehr der Bauch, dann diese ganzen Fakten zusammen, dann gesagt habe, ich würde ja gerne mit euch zusammenarbeiten. Vielen Dank, Markus. Dann kommen wir jetzt zu Ihren und euren Fragen. Ich bitte um kurzes Handzeichen, dann reichen wir ein Mikro und wir beginnen mit Manfred Schäfer von der Bild-Zeitung. Kauzinski, gibt es so ein Spiel in der Mannschaft, mit denen Sie früher zusammengearbeitet haben? Ja, das gibt es. Nicht zu wenig. Das ist einmal Tim Boss, Dynamo Dresden, Florian Stritzel, KSC, Florian Carstens, St. Pauli, Kevin Lenkford, St. Pauli und Dennis Kempe, Karlsruhe SC. Also 5 an der Zahl. Okay. Werden Sie irgendwie Ihren Vorgänger kontaktieren? Werde ich nicht tun. Habe ich auch in der Vergangenheit nicht getan. Ich schätze Rüdiger sehr. Das hat also nichts mit Rüdiger zu tun. Entsteht hier was Neues, es ist ein neuer Trainer da, es entsteht eine neue Situation und alles, was vielleicht ja, so an alten Informationen da ist, das spielt, glaube ich, keine Rolle.
Wie gesagt, ich schätze Rüdiger sehr. Über die Jahre haben wir oft auch die Klingen hier gemeinsam gekreuzt. Es ist nun mal so, dass manchmal so Wege auch enden, aber ich glaube, das hat mit dem, was hier passiert, nichts mehr zu tun. Ich denke, Sie haben die Mannschaft so ein bisschen schon beobachtet jetzt. Wohin kann der Weg führen? Ist mit dieser Mannschaft ein Aufstieg möglich? Ja, ich sehe eine ausgeglichene dritte Liga. Wenn ich die letzten beiden Jahre nur mal so als Beispiel nehme, da hat sich im Endspurt dann entschieden, wer am Ende aufsteigt. Da war bis Platz 11, 12 waren alle 3-4 Punkte auseinander und es sieht fast so aus, als würde das in diesem Jahr wieder so sein. Wenn man jetzt schaut, mal bis Platz 12 sind, bis Platz 2 ist alles ganz, ganz eng zusammen. Ich sehe viele Mannschaften, die ein ähnliches Niveau haben, viele Mannschaften, die gut sind. Und jetzt wird wichtig sein, und dazu zähle ich uns dann auch, und es wird wichtig sein, diese Qualitäten rauszuholen, um ja vielleicht am Ende die Mannschaft zu sein, die da oben Wort mitreden kann. Ich traue der Mannschaft zu, ich traue es uns zu. Man kann noch nicht alles abschätzen, man muss natürlich schauen, dass nicht so viele Verletzte da sind, dass alle fit sind, dass jetzt man eine Balance hinkriegt. Da braucht man sich nur das Torverhältnis anschauen, das, was man sieht. Naja, man muss natürlich auch an Dingen arbeiten. Aber dann sehe ich eine ausgeglichene Liga, wo ich uns zutraue, dann auch eine Rolle zu spielen. Und wieso nicht auch bei so einer Mannschaft zu sein, die möglicherweise dann um die Plätze da mitspielt. Wir gehen zu Matthias Schlenger vom Kicker. Herr Kocinski, ist oft so, dass ein neuer Trainer auch noch eine Vertrauensperson mitbringt, sei es jetzt ein weiterer Co-Trainer oder dergleichen. Ist das der Fall, beziehungsweise wie wird die Konstellation mit den Kollegen Kranich und Döring aussehen? Ja, die werden weiter im Trainerteam bleiben, in der Konstellation, wie sie jetzt war. Ich war offen in dieser Frage. Für mich war wichtig, auch was die sportlich Verantwortlichen sagen, dass man das Gefühl hat, dass die beiden Bock haben und auch Marian Petkovic zähle ich dazu, dass sie die Bock haben, weiter für Wien Wiesbaden zu arbeiten. Und das haben sie mir versichert, auch natürlich mit den Werten, die ich natürlich als Trainer auch brauche, über eine Loyalität, über eine gemeinsame Leidenschaft. Und ich glaube, dass die beiden das jetzt auch gezeigt haben, dass sie losgelöst von der Person Rüdiger Reh, was für Mike Kranich natürlich noch mehr gilt als vielleicht für Nils Döring, weil das natürlich eine absolute Vertrauensperson war. Er Lust hat, weiter hier zu arbeiten und dann bin ich völlig offen und wir haben heute schon das erste Treffen, heute Morgen schon gehabt. Ich bin guter Dinge, dass das eine gute Zusammenarbeit wird. Eine Frage noch, es geht ja übermorgen mit dem Pokalspiel in Friedberg schon los, auch schon mit Ihnen in erster Position oder ist das ein Spiel, wo Sie den beiden anderen nochmal den Vortritt lassen werden? Nein, natürlich nicht. Ich bin da und dann stehe ich natürlich auch dann an erster Stelle. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch ein wichtiges Wort haben und wichtig sind, mitzureden. Aber natürlich ist jetzt natürlich die Reihenfolge anders. Gibt es noch weitere Fragen? Stefan Krezelius vom Wiesbadener Kurier. Ja, hallo erstmal. Sie hatten ja gesagt, Ihre Vorstellung vom Fußball und der Entwicklungspotenzial der Mannschaft. Wie sieht denn diese Vorstellung von Ihrem Fußball aus und wo sehen Sie in der Mannschaft noch Potenziale? Ja, meine Vorstellung ist prinzipiell eine, die vom Ballbesitz geprägt ist, mit einem guten Gegenpressing, mit einer dominanten Spielweise. Aber ich weiß auch, oder für mich ist entscheidend, was das Hier und Jetzt ist. Und im Hier und Jetzt sehe ich, dass da Entwicklungspotenzial ist, dass man daran arbeiten muss, eine Balance herzustellen. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich jetzt habe bis zum nächsten Spiel, Kaiserslautern, Pokalspiel, wird erstmal wichtig sein. So wie ich es gerade gesagt habe, guckt euch das Torverhältnis an. Einfach erstmal schaffen, als Mannschaft Tore zu verhindern. Das ist keine Sache, die ich nur der Abwehr zuschreibe, sondern als Mannschaft lernen, gemeinsam zu verteidigen und besser nach vorne zu spielen. Ich sehe eine Mannschaft, die ihr Herz gezeigt hat in den letzten beiden Spielen, nach dieser Freistellung, glaube ich, wirklich alles getan hat. Aber ich glaube, dass noch viel spielerisches Potenzial da ist. Und das wird wichtig sein, mit einer richtigen Idee den Ballbesitz auszubauen. Es gibt trotzdem im Fußball immer Momente, wo du umschalten musst. Es gibt auch immer Momente, wo du drüber spielen musst. Trotzdem, glaube ich, ist wichtig, dass es ein Spiel, im Spiel mehr Ballbesitz ist, um auch auf alle Situationen, die vorkommen können, auch wirklich zu reagieren. Und das wird das Thema sein der nächsten Zeit.
ohne diese Intensität zu verlieren, die die Mannschaft hat. Man hat gesehen, dass da viel Wille und viel Herz dabei ist. Und das jetzt in eine Bahn zu lenken, gleichzeitig Tore zu erzielen, aber auch als Team einfach nicht so anfällig zu sein. Nochmal Matthias Schlenger, bitte. Eine Frage, die vielleicht den sportlichen Bereich nicht völlig abdeckt. Die Vorplanung mit Ihnen lief ja jetzt schon eine Zeit lang. Gab es schon Gelegenheit, sich hier vor Ort nach einer Wohnung umzuschauen? Gibt es noch eine Art Homebase in Karlsruhe oder dergleichen? Wie ist da so der Stand der Dinge? Also was kommt jetzt auf Sie persönlich Neues zu in den nächsten paar Tagen? Ja, also ich bin jetzt 5 Stunden hier, also eine Wohnung habe ich noch nicht gefunden. Das ist aber, der Tag ist auch nicht vorbei. Ja, Lebensmittelpunkt ist meiner Familie, ist Karlsruhe immer gewesen, egal auch bei den letzten Stationen jetzt, weil das wichtig ist, dass man einen Anlaufpunkt hat. Aber wir werden schon hierher ziehen. Wir werden dann jetzt, wenn dann ein bisschen Ruhe einkehrt, das kann auch 3-4 Wochen dauern, das ist nicht schlimm, werden wir uns umschauen. Aber das ist jetzt nicht die oberste Priorität, sondern da gibt es im Moment Hotels und da komme ich schon unter. Entscheidend ist jetzt mit der Mannschaft zu starten, Fußball zu spielen und dann wird sich Gelegenheit ergeben, auch die Gegend zu erkunden und zu schauen, wo will man hin. Aber dann werden wir uns hier auch ein Domizil suchen. Nochmal Manfred Schäfer, bitte. Nico, mit wie vielen Trainern habt ihr gesprochen? Wir haben eine Shortlist gehabt, die nicht lang war, auch nicht über eine Handanzahl hinausgeht. Das war unser Plan. Ich bedanke mich auch hier bei über 60 Bewerbungen, die hier ernsthaft eingegangen sind. Aber wir hatten ja immer gesagt, dass wir eine klare Vorstellung haben von dem, was wir tun. Das ist jetzt keine Herabsetzung der, die sich beworben haben, sondern das ist unserem Plan geschuldet und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da ganz oben zugegriffen haben. Also es war euer Wunschkandidat? Wir haben eine Shortlist und da sind mehrere Wunschkandidaten, aber das Zweitgespräch war das erste hier und das zeigt, dass das sehr, sehr gut war. Ich kann als kleine Anekdote noch dazu sagen, dass Markus Koczynski bei meinem Anruf gesagt hat, jetzt erst. Und das war am Dienstagmorgen. Am Montag hat man noch keinen angerufen. Gibt es noch weitere Fragen? Nochmal Matthias Schlenger, bitte. Danke. Sie sagten gerade, die Mannschaft hat Herz und Wille gezeigt in den vergangenen Wochen. Kann man das so verstehen, dass Sie gar nicht so viele Schrauben umdrehen müssen, um die Mannschaft so in Schuss zu bringen, wie Sie es sich vorstellen? Oder gibt es noch ein paar ganz konkrete Punkte, wo Sie sagen würden, mit dem einen oder anderen könnte man mal reden, weil er möglicherweise noch viel mehr zeigen kann, als wir es bislang gesehen haben? Naja, so habe ich das gerade nicht gemeint. Ich glaube, dass man, aber es war eine schwierige Situation. Ich glaube, dass so ein Trainerwechsel an der Mannschaft nicht spurlos vorübergeht. Und Rüdiger hat ja sehr lange gearbeitet. Und ich glaube, dass es Mike und Nils auch geschafft haben, die Mannschaft dann auch von den Emotionen und von der Leidenschaft her auf den Punkt zu bringen. Und das hat die Mannschaft gezeigt. Aber es gibt für mich genug Ansätze, auch Dinge zu verändern in diesen einzelnen Spielphasen, in der Kontrolle, die du haben musst angesprochen schon gemeinsames Abwehrverhalten, aber auch gemeinsam Tore zu erzielen, Positionierung, einzelne Verläufe, die ich jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Da sind ja einzelne Spieler, die vielleicht jetzt gerade nicht so zum Tragen kommen, wo ich aber aus der Vergangenheit weiß, dass sie großes Leistungspotenzial haben. Für mich jetzt ein wichtiges Bild zu gewinnen, aber warum ist das so und wie kann ich den einen oder anderen wecken und daraus mehr machen? Ich glaube, dass die Mannschaft Potenzial hat und dass es da ganz viele Ansätze gibt, auch mehr rauszuholen. Nochmal Manfred Schäfer, bitte. Nico, ihr habt euren Trainer gefeuert mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 3. Das heißt, das ist jetzt die Anforderung, eigentlich kann nur Aufstieg sein, oder? Ja, ich weiß, dass Bild-Zeitung sagt gerne das Wort gefeuert. Wir haben uns getrennt und zwar so, wie Sie es auch gehört und sehr vernünftig auch getrennt. Wir haben, und auch wenn man in der Genauigkeit sieht, es gibt ja auch ein paar Mannschaften, die noch gar nicht so viele Spiele haben, wir haben den Punkt einfach gesehen, dass wir nicht glaubten, dass ein Turnaround da nochmal möglich ist. Wir sind eine sehr lange Zeit gegangen, das kommt mir immer ein bisschen zu kurz, 4 Jahre, 8 Monate, das ist im Trainergeschäft sehr selten. Das wurde uns übrigens auch von allen gesagt, mit denen wir gesprochen haben, dass sie das außergewöhnlich fanden und nach wie vor ist es auch außergewöhnlich und das wollen wir auch so bewahren. Aber dass wir in dieser Saison oben angreifen wollten, oben mitspielen wollten, das war kein Geheimnis, auch für Rüdiger nicht und auch für unsere Neubesetzung nicht. Nochmal Matthias Schlenger vom Kicker, bitte.
Herr Kautzinski, Sie hatten ja schon einige Stationen, ob es jetzt Karlsruhe oder Dresden waren, wo ja Umfeld oder wo ein ganz anderes, größeres Umfeld herrscht als hier. Ist jetzt der Punkt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat, auch ein möglicher Vorteil, den man für sich ausnutzen kann? Ja, das war für mich jetzt nicht der entscheidende Punkt. Natürlich ist es 30.000 Leute im Stadion immer schön, das ist auch keine Frage, aber es war einfach so ein Gesamt. So ein Zusammenkommen von mehreren Dingen, die mich einfach dazu gebracht haben zu sagen, ich mach das. Und da war die Zuschauerzahl, hat es da keine Rolle gespielt, das ist mir auch schon klar. Aber es war einfach in den Gesprächen ein Gefühl da, dass man eine gemeinsame Sprache spricht, dass man auch das Gefühl hat, man kann gemeinsam was aufbauen. Ich bin kein Träumer, ich weiß schon, dass du immer unter Leistungsdruck stehst und das ist das einzig Entscheidende oft ist. Und trotzdem muss man ein Gefühl dafür entwickeln, dass man auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, auch einen Sturm überstehen kann. Und ich glaube, das haben die Leute, die hier gearbeitet haben, auch in der Vergangenheit bewiesen. Und das war dann einfach so verschiedene Punkte, auch mit so wie er es gerade gesagt hat, na, wir haben schon das Ziel, auch ein Ziel zu formulieren und zu sagen, ich glaube, dass wir oben mitspielen können. Und das ist natürlich für mich auch als Trainer wichtig, dass ein Umfeld da ist und ein Verein da ist, der bereit ist, auch diesen Weg zu gehen, möglicherweise auch zu investieren und zu sagen, wir haben das Ziel, oben mitzuspielen und nach Möglichkeit aufzusteigen. Ist finde ich, für mich auch extrem wichtig. Und dann dieses Zusammenspiel hat einfach den Unterschied ausgemacht und nicht, ob möglicherweise 30.000 Leute ins Stadion passen oder nur 1.500. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Stefan Krzielus vom Wiesbadener Kurier nochmal bitte. Bei der Gewinnung des Bildes der Mannschaft, hilft da das Hessen-Pokalspiel oder hätten Sie sich da in der Länderspielpause dann doch, sag ich mal, ein paar mehr Trainingstage gewünscht? Ach, das ist so, wie es ist. Da gibt es keine großen Wünsche, sondern das ist eine Aufgabe, die wir ernst nehmen. Der Pokal ist am Ende wichtig, dann für die Qualifikation für den DFB-Pokal, die man jetzt an sich nicht sicher hat, sondern dafür müssen wir uns qualifizieren, entweder über die Liga oder dann über den Landespokal. Deswegen nehmen wir das ernst und es ist eine Gelegenheit auch schon für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt weniger gespielt hat, zu zeigen, was er kann. Oder auch für die, die jetzt gespielt haben, es gut gemacht haben, sich wieder zu beweisen. Es ist, ja, hört sich immer platt an, aber es ist nun mal so, es geht auch von vorne los, auch für die es jetzt vielleicht schlecht gelaufen ist. Und deswegen passt mir das Spiel eigentlich gut rein. Eigentlich dann jetzt auch ein ernstes Spiel zu haben, wo man schon auch auf einen Gegner trifft, der sich maximal wehren wird, weil es für den auch um was geht, finde ich eigentlich eine gute Konstellation. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, das ist nicht der Fall, dann danken wir für Ihre und eure Teilnahme. Sehen uns vielleicht am Mittwoch und ansonsten noch eine schöne Woche. Dankeschön.